Frau Präsidentin, liebe Parteifreunde, liebe Parteifreunde! Das ist mir eine besondere Ehre, für die CDU-CSU-Kollegen im Europäischen Parlament den Bericht zu erstatten. Erste Feststellung: Uns macht die Arbeit viel Freude, obwohl es eine stressige Zeit ist. Zweite Vorbemerkung: Der Bericht in seiner Fülle und Breite, damit Sie wissen, wie viel wir arbeiten, liegt schriftlich vor. Das können Sie in Ruhe lesen. Ich vertraue auch darauf, dass Sie es lesen. Und deshalb drittens will ich mich nur auf einige wenige Gesichtspunkte hier konzentrieren. Es ist heute viel geredet worden davon, dass wir in Zeiten von Populismus leben, in denen die Menschen Misstrauen gegenüber Politik haben, auch gegenüber dem, was wir in Europa machen. Und deswegen will ich nur berichten, dass für uns als Parlamentarier im Europäischen Parlament so ein paar Anliegen ganz besonders wichtig waren und auch wichtig bleiben werden. Erstens: Für uns ist wichtig, dass Politik verlässlich ist. Und das heißt, dass die Regeln, die man sich in der Politik gibt, dass man sich daran auch hält. Und das ist in unserem politischen Prozess in Brüssel und Straßburg nicht immer gegeben, leider. Das liegt manchmal daran, dass die Kommission nicht so spurt. Das liegt manchmal daran, dass wir im Parlament nicht die Mehrheiten kriegen, weil die Linke eine andere Meinung haben. Manchmal liegt es auch daran, dass im Rat nicht konsequent genug gehandelt wird. Und ich will das an dem berühmten Beispiel festmachen: Stabilitätspolitik. Angela Merkel hat darauf schon hingewiesen heute. Die Glaubwürdigkeit der europäischen Politik hängt ganz wesentlich davon ab, ob wir in der Frage, wenn wir anderen helfen, dann auch sicher sein können, dass die Regeln, die abgesprochen worden sind, dass sich daran auch alle anderen halten. Ob der Spanien heißen, ob die Portugal heißen, ob die Zypern heißen oder Griechenland. Das gilt dann für alle. Und für uns ist das elementar. Und wir sind manchmal wirklich unzufrieden, dass das nicht in allen Institutionen so passiert. Zweitens: Solidarität. Europäische Solidarität ist für uns schon ein wichtiges Wort, aber eben nicht nur so ein Spruch, sondern das muss dann auch realisiert werden. Das kann man nicht nur einfordern, wenn man Hilfe von anderen braucht, sondern die muss man auch geben, wenn andere die Hilfe brauchen. Das gilt für die Stabilitätspolitik genauso wie die Frage der Flüchtlingspolitik. Es kann nicht sein, dass einige Staaten in Europa nicht mitmachen, wenn es um die Verteilung der Flüchtlinge in Europa geht. Das Spiel geht nur, jeder hilft jedem, aber dann gilt es für alle und nicht nur für einige. Rosinenpickerei geht nicht, das funktioniert nicht. Dann bricht der Laden auseinander. Und drittens, das ist vielleicht genauso wichtig noch als Punkt, der hier genannt werden muss: Es ist wichtig, dass wir auch handlungsfähig sind, dass wir effektiv werden in dem, was wir tun. Unsere Gruppe, die CDU-CSU-Gruppe, bemüht sich im Europäischen Parlament seit Jahren schon, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, dass wir uns auf die zentralen Sachen konzentrieren, nicht jeden Kleinscheiß mehr regulieren, dass wir weniger regeln, aber das, was wichtig ist. Die Leute kapieren sofort, dass in Fragen Flüchtlinge, dass in Fragen innerer Sicherheit, dass in Vertragen von Verteidigungsunion europäisch gehandelt werden muss. Aber sie verstehen nicht, wenn wir jeden Kleinigkeit regeln, von Brüssel, von Straßburg aus. Und ich finde, an der Stelle könnte man noch konsequenter sein. Kommission Juncker ist da auf einem guten Weg, das muss man fairerweise sagen. Das werden alle Kollegen bestätigen. Da passiert viel weniger Unsinn als früher, aber es passiert immer noch mancher. Und deswegen müssen wir an den Stellen wachsamer sein. Die CDU-CSU-Gruppe ist da immer auf dem Damm. Und last but not least, liebe Kolleginnen, liebe Parteifreunde, Parteifreunde, beim letzten Parteitag habe ich Ihnen was versprochen. Auf dem letzten Parteitag habe ich Ihnen versprochen, dass wir in der Frage Handlungsfähigkeit des Parlaments auch was liefern. Ich habe Ihnen gesagt, wir sorgen dafür, dass der nächste Parlamentspräsident nicht mehr Schulz heißt. Und er heißt nicht mehr Schulz. Das Problem ist gelöst. Es war anstrengend, auch nicht immer angenehm. Und so mancher Querschläger, der jetzt passiert in Berlin, den haben wir nicht gewollt. Da können wir leider nicht für, aber man kann nicht auf alles Rücksicht nehmen und an alles denken. Aber an der Stelle im Europäischen Parlament besteht jetzt die Chance, dass die Regeln wieder gelten, dass zwischen den großen Parteien gewechselt wird. Und das ist wichtig. Und ich hoffe, dass es uns auch gelingt, last but not least, dass es uns auch gelingt, einen guten Kandidaten oder Kandidatin der EVP als Parlamentspräsidentin demnächst zu präsentieren. Und was viel wichtiger ist, dass es uns wieder gelingt, die Zusammenarbeit der großen Fraktionen hinzukriegen. Denn, ich will das mal schildern, das ist schon erschreckend, wenn Sie da sitzen und die großen Parteien haben sich nicht geeinigt, und links und rechts blockieren jede Entscheidungsfindung und stehen auf links und rechts im Parlament die Extremisten und freuen sich höllisch, dass sie nur zerstört haben. Wenn Sie das mal erlebt haben, wissen Sie, warum es wichtig ist,
dass Parteien in solchen Fragen die europakritischen, dass die europafreundlichen und positiv sinnenden Parteien zusammenhalten, zusammenstehen. Und ich hoffe, dass uns das, wenn die Aufregung sich in den nächsten Tagen wieder gelegt hat, auch gelingt, die EVP und die Sozialisten wieder zusammenzubringen. Nicht in jeder Frage, aber eben in zentralen Fragen, damit im Europäischen Parlament Entscheidungen getroffen werden. Denn das Allerwichtigste von Politik ist nicht gute Ideen und gute Sprüche und laute Reden, sondern Taten. Und an der Stelle gibt es noch was zu tun. Herzlichen Dank.